Und wir sind wieder zurück in der nächsten Folge. Wir laufen kurz hier hin. Falls das Messer ist erschienen. Jetzt geht's los. Sagen, muss man sagen, ist eine coole Festung. Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. So habe ich auch. Höre auf meinen Befehl! Muss ich irgendwas machen? Ah, verdammt. Geisterdämon! Du hast einen großen Fehler begangen und jetzt wirst du ihn bereuen. Unsere Pfeile verbessern seine Chancen. Hä, wo läufst du denn hin hier? Nein! Geht nicht, bitte. Er ist aus dem Himmel gefallen. Unsere Marionette darf nicht. Ah, ah, das ist zu viel. Nein, oh mein Gott, ich muss Elfengeschosse sammeln, das geht nicht. Oh mein Gott, irgendwie ist die ganze Folge überhaupt nicht so verlaufen, wie ich das jetzt vorgehabt habe. Schütze, ohne Streppen ist eine Marionette bloßer Ah, endlich. Na, was soll denn das? Unsere Marionette darf nicht sterben. Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unsere Marionette alle Strippen durch. Ich bin zu klug für diesen. Der stirbt gleich. Oh, Manu. Wieso musst du dich auch beim Feuer aufhalten? Der will mich doch verarschen. Warum kannst du nicht einfach allein töten? Ist doch viel einfacher. Ich wusste es. Orks stehen einem nur im Weg, ehrlich. Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. Bring das Licht! Ist der dumm, der Kerl. Grabwandler! Wir sind in der Überzahl! Ein leichtes Spiel für uns! Musik ist auch cool gemacht, muss man mal so sagen. Ich muss mich in den Kampf einmischen. Also ich muss sagen, im Gegensatz zum Anfang bin ich wirklich schon viel stärker geworden hier. Was der alles drauf hat jetzt. Nochmal täuscht du mich nicht!
Der macht Harz schon fertig. Ich kümmere mich um Jana und Uruks. Ich werde jetzt hier etwas weniger sagen, aber ich muss mich auch echt konzentrieren. Ja, er ist weg. Hast gut gemacht. Wie auch immer du nochmal heißt. Boah, krass. So machen wir das also jetzt. Gut. Ich kämpfe für die dunkle Herrsche und ihr werdet für mich kämpfen. Dieses Gebiet gehört mir. Ich bin der stärkste Häuptling in ganz Mordor. Ich führe meine Armee über ein Feld aus Schädeln. Unterwerft euch mir oder spürt meine Klinge. Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern genutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, wie sind nicht alle loslaufen. Zu stören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Einfach mal mit dem wird uns mehr sagen können. Was zum... Setze dich mir nicht, Celebrimbor. Zusammen können wir unbezwingbar sein. Der dunkle Herrscher Sauron ist noch schwach. Unsere Armee kann ihn vernichten. Was soll das denn jetzt werden? Geht's dir gut? Alles gut, man. Jetzt wird dir übelst jung. Oh ja. Ja. Jetzt, da ich dich endlich sehen kann. Mein Kind. Deine Mutter befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion, es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte Saruman. Seine Hilfe. Cool. Und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand. Sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind. Jenseits des Nonnenmeers. Ihre Armee. Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich. Oh, noch mehr Orks. Macht Spaß, muss ich sagen. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Bereite unsere Abreise. So, musste mal kurz etwas husten, deswegen war ich jetzt mal eben weg. Huch, oh ja, so viel XP. Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Ja. Für eine wahre Armee müssen wir mehr. Ach, das machen wir jetzt also. Das kann ich. Ich gehe jetzt erstmal zu diesen lustigen Zwergelein. Oder? Ne, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Okay, ja komm, mach mal einfach. Oder was? Ich könnte ja auch noch ein paar Duelle machen, oder? Wo müsste ich denn das Duell zwischen Schack, Flack, Waldläufer, Schlechter. Und zog die Schlange ein. Sag mal, ja, mache ich. Damit wir auch mal ein bisschen mehr... Oh mein Gott. Ja. Damit wir auch mal ein bisschen mehr Macht kriegen. Ich sehe den Waldläufer. Schlag ihn von der Seite. Ja.
So, machen wir das jetzt erstmal ganz gewieft. Wow, einfach mal an euch dran vorbeigelaufen. Ich bin sowieso zu schnell für euch. Ich glaube, die haben mich noch nicht mal kommen sehen. Huch, war das, was war denn das? Ich dachte, ich habe gerade einen Ghoul gesehen. Wow. Ich möchte so gut es geht nicht in irgendeinen Kampf geraten. Ich weiß, dazu laufe ich ja ein bisschen zu auffällig rum, aber ich will ja auch schnell da sein. Ja, so. Was ist das schön? Wieder eine Fessel? Nee, ich dachte schon. Ich finde das cool mit diesem schnellen Laufen. Doch, das ist sowas wie eine Urfestung vom letzten Mal. Also so eine Stadt. War ja mal wieder klar. Huch. So. Oh, erstmal hier ein bisschen die Bodenheizung genießen. Oh, oh mein Gott. Ey, das ist so nervig, wie weit man da nicht laufen muss, bis man da endlich bei diesen Leuten ist. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sich schon in die Hosen. Ich mag das auch nicht. Na? Hallo? Na endlich. Nee, ich hab nur die Sklaven an der Grube bewacht. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Ein paar Artefakte. Hätten vielleicht mehr gefunden. So, jetzt sind wir da endlich. Ja, perfekt. Und starten. So, die Schlange, Schock, Flack, Waldläufer. Ich soll mich ja nur einmischen und sie nicht töten, ne? Obwohl ich das so gerne mache. Naja, was soll's. Ich darf aber niemanden gleich töten. Ich muss es erst. Ich hasse dich, ich hasse dich so sehr. Stimmt. Ich muss es erst besiegen. Meine Leute zurückgehalten, um dich selbst zu töten. Wir müssen gleich alle wegrennen. Mörder nach dir absuchen. Was auch immer Gurkars sind. Also wenn ich dieses Spiel so spiele, dann muss ich mal zugeben, ich kenne mich doch nicht so gut mit Herr der Ringe aus, wie ich es bisher vermutete. Ich
Oh verdammt, ich hab gerade einen Sklaven umgerannt. Ja, gut, das war jetzt nicht zu sehen. Duell gelöst. Ja, und jetzt wird der wieder stärker, aber kein Problem, dann töte ich den halt. Und Kopf ab. Was? Wie hat er das gemacht? Wow. Ich will aber gerne noch die komischen Schwerter da rein. So. Okay, der war dumm. Schnell. So. Jetzt würde ich mal sagen, ich hau hier lieber ab. Kurz auf die Map schauen. Denn ich gehe zu diesen Zwergen. Es heißt, der dunkle Herrscher kann eine ganze Armee. Was? Schlag, habt ihr das gehört? Ich muss sagen, der Zwerg wohnt ziemlich nah an den. Ach, ich habe jetzt noch mal ein bisschen Spaß mit dem Unix hier. Na? Die Musik passt gerade so schön, deswegen einfach mal ein paar Unix töten. Zack. Da eine Feuerstelle. Weil der hat den nur getreten, der stirbt. Das ist schon lustig. Oh, ich habe keine Elbenschosse. Oh mein Gott, jetzt hau ich mal lieber ab. Die bauen eine Mauer. Das ist schon mal schlecht. Ich hoffe, der Zwerg hat so einen Elbenschoss. Also nicht Elbenschoss, aber allgemein irgendwo einen Platz, wo ich das holen kann. Da kann ich wahrscheinlich nicht hoch, so wie man sieht. Einfach mal ein paar Orks metzeln. Dieser stinkende Mensch hat so viele Uruk gegen uns gewandt, dass ich kaum meine Stimme bekämpfen soll. Nochmal schnell. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Einfach mal aus Versehen des Glaubens treten. Oh, wen haben wir denn hier? Böse Blicke, sehr schön. Vielen Dank. Diese Orks töten schon dafür, wenn man sie schief ansieht. Meine Freunde sind das gerade auf die harte Art. Ja, gut. Guck mal, niemals der Zwerg sind. Oh.
Boah, es gibt's doch nicht. Zack. So, und jetzt beende ich diese Folge. Ich denke mal, das waren für diese auch genug tote Uruks. Und wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dahin, auf Wiedersehen.